So, heute geht es einfach mal um das Thema Backup auf Fritzbox oder auf NAS, wenn ihr sowas habt. Das geht recht einfach mit dem Samba Backup. Und ja, wie habe ich mir das eingerichtet? Also, als allererstes müsst ihr mal in die Einstellungen auf Add-ons. Dann geht ihr auf den Add-on Store. Und dann braucht ihr das Samba Share. Das ist eine Repository, die müsst ihr erst hinzufügen. Und zwar ist das dieser Link, den kopiere ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Dann installiert ihr das Repository und dann könnt ihr einen Neustart machen. Nach dem Neustart habt ihr hier Samba Backup und hier müsst ihr in der Konfiguration ein bisschen was einstellen. Und zwar brauchen wir erstmal die IP-Adresse. In dem Fall ist es jetzt mein NAS. Man könnte jetzt aber auch hier zum Beispiel die Fritzbox oder einen anderen Server, den man vielleicht zu Hause stehen hat, nutzen. Genau. Share Backups. Das ist im Endeffekt der Name von dem geteilten Ordner. Mein geteilter Ordner ist Backups. In dem habe ich einen Ordner Home Assistant, habe ich meine iPhones und noch ein paar andere Sachen. Und zwar in dem Ordner Backups möchte ich in den Unterordner Home Assistant. Dann muss ich meine User-Daten, da könnt ihr euch in der Fritzbox User-Daten anlegen. Ich zeige euch hier mal kurz, wie das geht. In der Fritzbox. Ja. Moment, das geht ja nicht. Doch, das geht schon. So. Und zwar, wenn wir in der Fritzbox auf System Fritzbox Benutzer gehen, dann können wir uns hier ganz leicht einen Benutzer hinzufügen. Dem können wir den Namen Home Assistant geben. Dann Zugang auch aus dem Internet erlauben, brauchen wir nicht. Wir brauchen Zugang zu NAS-Inhalten. Dann gebe ich da einfach noch den Ordner frei. Ich habe jetzt keinen USB-Stick dran stecken, deswegen bringt mir das jetzt nichts. Ja, dann gebe ich hier meine Zugangsdaten ein. Keep Local, das sind die Backups, die im Endeffekt auf eure SD oder SSD-Karte, je nachdem, wie ihr euren Pi aufgebaut habt, am Device behaltet. Dies sind dann einfach gleich zugriffsbereit. Und wie viel habe ich dann auf dem NAS? Habe ich 10 Stück. Trigger Time, da kann man eine Uhrzeit einstellen, wenn man es nicht über eine Automation lösen möchte. Zeige euch aber gleich, warum es Sinn macht, das auf Manual zu stellen. Log Level habe ich nur Info. Genau. Dann startet er das, aktiviert beim Bootstarten Watchdog und automatisches Update. Und dann könnt ihr euch noch, denn testet es erst einmal, ob es überhaupt funktioniert. Wie habe ich das gemacht? Ich habe hier zwei Buttons. Einmal grundsätzlich, ob mein Samba Backup aktuell ist. Da habe ich aber was Kleines dahinter versteckt. Und zwar, wenn wir jetzt mal reinschauen, eins, zwei, drei, vier, fünf, Nummer 6 müsste es sein. Da der, genau, hier habe ich den Update Samba Sensor genommen und bei Tippaktion habe ich aber einen Dienstaufrufen hinterlegt. Und zwar Fasio Addon Restart. Und er soll das Samba Backup restarten, weil bei mir ist der, es passiert leider ab und an einmal, dass dieser Samba Sensor Backup, also Backup Sensor, dass der nicht erreichbar war. Dann kann ich einfach einmal da drauf drücken und dann ist der gleich wieder da. Und bei dem ist es so, da habe ich als Tippaktion Dienst ausführen, Script toggen und dann soll er das Script Backup ausführen. Und im Script Backup, das findet ihr unter Skripte, da ist hinterlegt, Dienst ausführen, Home Assistant Supervisor, write data to addon STDIN. Und dann schreibt ihr unten nur rein, addon Samba Share Input Trigger. Als YAML würde das so aussehen. Und damit könnt ihr dann ganz leicht, wenn ihr
hier, wenn ich jetzt auf Samba Backup drücke, dann sagt er Running und der fängt an, mir ein Backup zu schreiben. Der Riesenvorteil daran ist es, wenn man es nicht über die Google Drive Add-on, dass man hier unter Backups seine Backups gleich drin hat. Man sieht, ich habe vor 25 Minuten schon eins erstellt, vor 12 Stunden gestern. Also er macht es jeden Tag schön um 4 Uhr. Das ist absolut genial. Ich bin auf der sicheren Seite, sollte mal hier irgendwas abrauchen, dass ich immer ein aktuelles Backup habe. Ja, so einfach kann man seine Backups in Home Assistant realisieren. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und helft uns mit einem Abo, dass wir noch ein paar mehr Leute erreichen können und die Community noch ein bisschen wächst. Natürlich dürft ihr auch gerne auf unseren Discord-Server mitkommen. Da haben wir auch eine Smart-Section mittlerweile, wo wir uns gegenseitig ein bisschen austauschen, wo man doch die ein oder andere Idee noch bekommt. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.